Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns hier am wunderschönen Strand von Tamriel, beziehungsweise in der Nähe von Himmelswacht. Die Äffchen schleichen sich schon im Hintergrund auf uns zu. Und eigentlich ist hier eine Quest, allerdings ist die Questgeberin irgendwie noch nicht aufgewacht, habe ich so das Gefühl. Endlich jemand, der bei Verstand ist. Hey, ihr! Ja, bei dir bin ich mir nicht sicher. Wo kommst du denn her? Hab Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt. Nur Auriel weiß, womit ich es hier draußen zu tun habe. Die alte Ziege hört nicht auf ein Wort, das ich sage. Was stimmt nicht? Ich bin mit einer Expedition der Magiergilde hier, die unter der Leitung von Telanger, dem Artefaktor, steht. Er ist dieser Tage ein ganz schön sturer alter Elf. Einige meiner Freunde sind in die Grabungsstätte gegangen, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Jetzt sind überall Geister in den Ruinen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Bitte geht und sucht in unserem Lager nach Telenke. Er ist immer auf der Suche nach neuen Leuten zum Herumkommandieren. Ihr seht wacker aus. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier vor sich geht und wo unsere Leute hin sind. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, da habe ich jetzt gerade kurz... Ach, da hinten, genau, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Dann reiten wir da mal in die Richtung. Warum das hier angezeigt wird, weiß ich nicht, weil das scheint ja eine Quest zu dem... Naja, Verlies ist es nicht, aber zu diesem Gebiet hier zu sein. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich schätze mal, dass man die dann auch hier irgendwo in der Ecke noch annehmen könnte. So, mal schauen. Da. Ah, endlich. Ihr müsst mir meine Vorräte mitgebracht haben. Legt die Tinte und die zerbrechlichen Gegenstände einfach hier ins Zelt. Ihr könnt die größeren Waren mit meinen Assistenten abladen. Wir kennen uns. Sehe ich aus wie irgendein Lieferant oder was? Es tut mir leid, aber ich habe keine Vorräte für euch. Was macht ihr hier? Wirklich? Das ist das letzte Mal, dass ich diesem Boss mir irgendetwas anvertraue. Das passt aber ins Bild. Edstuin war nur eine Katastrophe nach der anderen. Erst die Geister, jetzt die Vorräte und zu guter Letzt werden auch noch meine beste Gelehrte und ihre Mannschaft vermisst. Es werden Leute vermisst? Bei den Sternen, ja. Andeven und ihre Mannschaft sind irgendwo in den Ruinen und suchen nach dem Malarimora. Sie müssten längst zurück sein. Wenn ihr nicht mit Vorräten hier seid, könnt ihr vielleicht nach ihnen suchen gehen? In Ordnung. Was glaubt ihr, ist mit ihnen geschehen? Im besten Falle haben sie Mora gefunden. Ich möchte nicht über den schlimmsten Fall nachdenken. Zu viele Ungewissheiten. Ja, natürlich dann die blöde Frage. Wer wart ihr noch gleich? Was für eine absonderliche Frage. Aber wenn ihr darauf besteht... Ich bin Telenger, der Artefaktor, ein bekannter Denker, Schriftsteller und Entdecker. Edstuin ist mein jüngstes Unterfangen. Ich werde der Magiergilde noch mehr Ruhm und Ehre bescheren. Es tut mir leid, Telenger, aber Zenimax legt mir immer diese dummen Fragen in den Mund. Warum seid ihr hier? Ich bin auf der Suche nach dem Malarimora. Ich werde es dem Rat überreichen und den gerechten Lohn dafür ernten. Ist das das Artefakt, das ihr erwähnt hattet? Gut aufgepasst, ja. Das Malarimora ist ein uraltes Relikt, ein Talisman. Seine Macht hat jedem hier das Leben genommen. Es hat ihre unsterblichen Seelen verflucht. Und seitdem sind die Geister hier? Nein, sie waren noch nicht hier, als wir ankamen. Es ist zwar nur Spekulation, aber ich gehe davon aus, dass jemand das Mora wiederentdeckt hat. Die Störung des Talismans hat auch die Ruhe der hier gebundenen Toten gestört. Wer ist Andeven? Sie war eine meiner besten Schülerinnen, höchst talentiert. Sie ist inzwischen ein hochrangiges Mitglied der Magiergilde, die Meisterin der Incunabula. Sie steht dem Arcaneum in Himmelswacht vor. Was macht sie hier draußen? Sie unterstützt mich natürlich. Andeven ist eine echte Wissenssucherin. Ihre Bücher mögen ihr am Herzen liegen. Aber die Feldforschung war ihre erste große Liebe. Was war das eben für ein Wort? Incunabula?
Inkanublala? Inkunabula. Oder so. Sie leitet den Zweig für Forschung und Ausbildung. Ein sehr begehrtes Amt. Eines, das die meisten meiner Schüler anstreben, aber nur die wenigsten je erreichen. Oh Gott, ich bin noch, ja. Ist außer Andevins Mannschaft noch jemand da draußen? Ja, jetzt, wo ihr es erwähnt. Sirinke, eine meiner Schülerinnen, hat etwas über das Befreien der Geister gesagt. Sie denkt in keiner Weise so analytisch wie Andevin. Ich denke, sie ist unten in unserem Feldlager. Ich bin sicher, es geht ihr gut. Nun gut, das Feldlager scheint hier hinten zu sein. Man finde, da hinten ist noch eine Quest drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die vorher machen vernichtet werden. Aber das grundlegende Problem bleibt bestehen. Ja, ich mache das mal in der Reihenfolge, wie es wahrscheinlich gedacht ist. Das heißt, ich werde jetzt mal hier durchgehen. Ihr habt meinen Fluch aufgehoben. Ich kann jetzt meinen Frieden finden. Achso, das war gar nicht bei mir. Ihr seid nicht tot. Damit seid ihr meine neue Freundin. Na, nett. So schnell lernt man Leute kennen. Dann guckt mich aber nicht so böse an. Tellengar schickt mich. Den Sternen sei Dank für diesen alten Mann. Kanye ist verletzt und einige Leute aus meiner Mannschaft wurden verschleppt. Wir müssen sie zurück zum Lager bringen. Jetzt, da ihr hier seid, können wir versuchen, von hier zu verschwinden. Wer hat eure Leute verschleppt? Einige der Geister sind aufgetaucht, haben meine Forscher gepackt und sind dann verschwunden. Wir müssen in den Unterbau gelangen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollten. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Vielleicht. Wir waren hier draußen auf der Suche nach Runen. Zusammen ergeben diese Runen einen Schlüssel. Wir brauchen nur noch zwei weitere. Schaut euch um. Ich treffe euch am Eingang zum Unterbau von Ezduin. Ich werde sie besorgen und euch dort treffen. Zwei Runen, okay. Erst fort. Ich verdanke euch meine Freiheit. Nein, er ist nicht fort. Das müssen wir danach machen. Befreit vom Fluch des Malarimoras. Jetzt verratet doch nicht schon alles. Das wollen wir doch danach machen. Ach, immer diese Probleme, wenn andere Leute auch hier questen. Dann reden die immer wie sonst was hier. So, euch mit. Ja, genau, setz dich direkt hinter mir, damit ich euch beide hier auf einen Schlag töten kann. So, danke, Funke. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, das ist noch ein Stück weiter. Oh, nee. Sprecht am Eingang mit ihr. Wieso ist hier immer noch der Fluch drin? Ich weiß nicht, ihr habt mich nicht gesehen. Hi. Ich habe mit Hunterin auf dem Rückweg ins Lager eine Wette abgeschlossen. Habt ihr die Runen? Alter! Was macht ihr denn jetzt hier? Geht das noch? Ich war mich hier gerade am Unterhalten. So. Ich habe mit Hunterin auf dem Rückweg ins Lager eine Wette abgeschlossen. Ja, wiederholt sich. Habt ihr die Runen gefunden? Ich habe sie. Der Merr schuldet mir 5 Goldstücke. Das war gute Arbeit. Einen Augenblick noch und dann setze ich den Schlüssel zusammen. Denkt ihr wirklich, dass eure Forscher dort drin sind? Ich hoffe es. Und wenn nicht, es bringt im Augenblick nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Lasst uns reingehen. Wird nicht lang dauern. So, erledigt. Los geht's. Okay. Hallo, es war frei. Es ist immer noch blockiert, dass wenn man es gerade frei gemacht hat, Sauerei. Suchen wir jetzt die anderen. Machen wir das? Wir machen das. Ach so, ja, deswegen sind wir hier. Genau. Meldiel. Auriel sei Dank. Er lebt noch. Meldiel, habt ihr die anderen gesehen? Er redet nicht mit dir. Lass mich mal versuchen. Ich wollte ihn aufhalten, aber ich konnte es nicht. Ich konnte ihnen nicht helfen. Ihn aufhalten? Wen? Urikandra. Er ist hier.
Er hat die anderen gefangen. Er benutzt ihre Seelen, um das Tor zu öffnen. Ihr müsst ihn aufhalten. Über was für ein Tor redet ihr da? Das Tor führt auf eine Scherbe in Aetherius. Ohne die Rituale zum Binden der Seelen wird das Tor sich schließen. Wie kann ich das Tor zerstören? Nehmt mein Amulett. Es sollte euch Aetherius sehen und Einfluss darauf nehmen lassen. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Kappt die Verbindungen, oder tötet die Schüler. Achtet aber bloß auf die Dürster. Natürlich muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Was sind Dürster? Die vorhandenen Überlagerungen mit Aetherius haben es mächtigen Geistern erlaubt, in den Unterbau vorzudringen. Sie sind der eigentliche Grund, der uns hierher geführt hat. Seid vorsichtig. Wenn einer von ihnen euch packt, könntet ihr auch dort hineingezogen werden. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben soll. Er hat die Stimme von diesem bösen Zauberer, diesen Besessenen aus Kenatis Rast. Gut, das ist nur Zufall. Wir wissen es ja. Ich werde mich um Meldil kümmern. Wir werden das Zimmer direkt hinter mir nehmen. Dort sollten wir sicherer sein. Wie soll ich das verstehen? Darf ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ihr geht? Natürlich, aber fragt schnell. Uri Kantar, wer ist das? Das ist ein Name, den wir alle versuchen zu vergessen. Uri Kantar stand mir sehr nah. Telengea hat ihn aus der Gilde ausgestoßen und ihm verboten, jemals wieder Magie zu wirken. Was hat er getan? Er wollte nie begreifen, dass Macht ihre Grenzen braucht. Dass man nicht jeden Preis dafür bezahlen darf. Hier könnt ihr sehen, wozu er fähig ist, um auch nur einen kleinen Vorgeschmack auf wahre Macht zu erlangen. Mendil erwähnte einen Ort namens Aetherius. Was ist das? Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Entschuldigt, das ist nicht der richtige Ort für eine langwierige Unterhaltung über Metaphysik. Vielleicht reicht es aus, wenn ich euch sage, dass Aetherius das Geisterreich ist, das Land der Toten. Er sprach auch von einer Scherbe von Aetherius. Ohne zusätzliche Informationen kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber der Einsatz des Malarimora könnte einen Teil der Geisterwelt aus Aetherius herausgebrochen haben, wenn ein Magier Zugang zu einem solchen Ort hätte. Die damit verbundene Macht. Das klingt nach Uri Kantar. Okay, dann schauen wir mal eben, ob wir hier... Also, da können wir weitergehen. Okay, ich dachte jetzt nur, vielleicht gibt es ja irgendwo noch was zu lesen oder so, irgendein Buch. Aber offenbar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal die Runde. Befreit die Assistenten. Also, die haben gesagt, entweder muss ich die töten. Stimmt, die ignorieren mich, wenn ich nicht reinlaufe, ne? Helft mir! Bitte, helft mir! Das sind ja jetzt alles nur Assistenten. Die sind alle gut, so wie ich das verstehe. Um das Geisterreich zu betreten. Ach so, wenn wir die töten, würde das quasi schneller gehen. Wenn ich das richtig verstehe. Mögen die Sterne euch lenken. Ein kleiner Zauber, um euch unterwegs zu helfen. Ja, danke schön. Ich stärke mich auch noch mal so ein bisschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Geister jetzt töten müssen oder nur diese Dinger kaputt machen müssen. Also ich verstehe es so, dass wir wahrscheinlich... Helft mir. Ich halte es nicht... Ja, ich helfe dir. Dass wir wahrscheinlich nur die Dinger kaputt machen müssen. Oder vielleicht müssen wir auch die Geister... Ja, anscheinend müssen wir doch die Geister auch machen. Geht mal alle auf Funke, damit ich hier mal weiterkomme. Los. Hallo. Oh, willst du mich denn verarschen hier? Lass mich hier endlich weitermachen. Mein Gott. Hallo.
Gut, also anscheinend haben die Geister tatsächlich nichts damit zu tun. Aber helfen, an den Geistern vorbeizukommen. Das ist nett, danke. Kam zwar auch so schon an den Geistern vorbei, aber trotzdem nett. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe und die mich quasi gefangen nehmen. Könntest du dich ein wenig beeilen, weil da oben kommt der nächste Geist. Ich setze mich mal hier in die Ecke, mal gucken. Okay, das reicht schon, gut. So. Es brennt! Ja, die helfen mir auch. Wo ist das Ding? Hä? Hallo? Es brennt! Ja, du sollst mich in dein Geisterreich lassen. Alter, was ist denn jetzt hier verbuggt? Jetzt lass mich doch endlich mal da rein, Mann. Ach, hier hinten. Ja, du wirst mich eh angreifen. So. Ich bin jetzt. Geh weg, ich habe was anderes zu erledigen. Funke, kümmere dich mal eben um die, okay? Ich habe hier gerade was Wichtiges zu tun. Boah, wo kommen die mal her? Sobald man das Ding anfasst, kommt der nächste Geist hier. Komm, jetzt mach den Stein endlich. Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, ja, gerne. Wir versuchen so lange, bis wir euch alle befreit haben. Da hinten ist noch einer. Bleibt doch nicht mitten auf dem Weg stehen. Bitte. Mach, dass es aufhört. Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu schnell gedrückt gerade. So ein Weh, da kommt jetzt wieder einer, sobald ich da dran gehe. Junge! Kannst mich mal, ich war schneller als du. Dieser Zauber wird euch vor den Geistern verhüllen. Ja, brauchen wir nicht. Sind wir eigentlich schon, wenn wir nicht reintreten. Was ist mit euch? Was ist mit dir, meine ich? Bis wo gehst du? Funke kann einfach drinstehen. Alles kein Thema. Jetzt hau ab, los. Du sollst nicht springen, du sollst laufen. So. Oh, da kommt der nächste. Langsam wird's nervig hier. Hier, du gehst jetzt in meine Richtung. So. Ihr wollt mich doch alle veräppeln hier. So, natürlich ist das über uns. Natürlich. Okay, dann laufen wir nach oben. Ja gut, okay, das, wir müssen ja mit ihr sprechen. Klar ist das über uns, weil da waren wir ja eben auch. So, jetzt aber. Beim Lichte Aureels, ihr seid zurückgekehrt. Ja klar. Urikantas Plan ist gescheitert. Ihr seid von der fähigen Sorte. Mögen die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde uns hier herausholen und diesem Wahnsinn Einhalt gebieten. Findet Urikanta und macht ihm den Garaus. Ich werde mich um Urikanta kümmern. Aber draußen, ne? Nee, hier drin. Ach so. Okay. Ah, Telingas neuestes Bauernopfer nähert sich. Wartet einen Moment, bevor wir die Partie fortsetzen. Ja, ja, Moment. Ich lese mir erstmal dein Tagebuch durch. Ist das viel? Nein. Ich bin, also Urikantas Tagebuch. Ich bin in Etzduin angekommen. Die Wunden, die mir Telingar zugefügt hat, behindern mich immer noch. Und Andeven, dieses treulose Biest. Ich war mir sicher, dass wir die Jahrhunderte gemeinsam verbringen würden. Sie und ich. Ich hätte nur meine Macht anerkennen müssen. Telingars Zeit ist abgelaufen. Ich habe die Ruinen an der Oberfläche untersucht und einen Weg vorbei an der uralten Magie gefunden, die den Eingang beschützt.
Jetzt habe ich den Unterbau für mich allein. Die Geister hier scheinen sich nicht für mich zu interessieren, zumindest bis jetzt. Ich habe es gefunden, dass Malarimora lag genau dort, wohin es gefallen war vor all den Jahrhunderten. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt, um die Geheimnisse von Essanion zu erkunden und in die Tiefen von Aetherius einzudringen. Es gab einen Rückschlag bei der Arbeit an den magischen Energien, die das Relikt umgeben. Scheine ich eine Verbindung geweckt zu haben, die seit langem brach lag. Die Geister von Aetherius durchströmten jetzt die Ruine. Die Toten, die von Essaeons Ritual gebunden wurden, wandelten nun erneut auf den Steinen von Eetsuin. Ich habe das Malarimora gemeistert. Die beiliegenden Skizzen zeigen, wie die facettenreichen Seiten des Artefakts Magika konzentrieren und reinigen können. Obschon ich erst noch die umfassende Kontrolle über die Aetherius-Scherbe erlangen muss, die an diese Ruine angrenzt, habe ich doch schon rudimentäre Kontrolle über die Geister, die ich gerufen habe. Jetzt habe ich Wächter und willige Sklaven. Tellinger ist angekommen. Ich habe die Geister ausgesandt, damit sie meine Augen sind. Andeven ist bei ihm. Es ist soweit. Meine Zeit ist gekommen. Wie einst die des Missverstandenen ist Sanyon vor mir. Ich werde mir einige seiner armseligen Schüler holen, die Tore von Aetherius weit öffnen und meinen rechtmäßigen Titel als Erzmagier für mich beanspruchen. Ja, mit anderen Worten, böse, machtgetrieben. Okay. Der alte Meer und ich haben das Spiel jetzt eine Zeit lang gespielt. Es ist so traurig, dass eine andere Seele zwischen uns gefangen ist. Ich bin wegen des Malarimora hier. Natürlich seid ihr das. Er kann mich unmöglich gehen lassen. Er kann mir unmöglich einen Erfolg zugestehen. Doch das spielt alles keine Rolle mehr. Sobald ihr tot und vergessen seid, werde ich neue Gefäße finden. Ich werde ihnen die Kraft entziehen, die ich brauche. Ich habe nicht vor zu sterben. Und dabei wollte ich nicht einmal hier sein. Ich hatte vor, den Platz des alten Meer einzunehmen und die Lebensbindung an Andeven vorzunehmen. Und jetzt schaut mich doch nur an. Dies ist meine letzte Gelegenheit, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Eine Scharbe von Aetherius in meinen Besitz zu bringen und über sie zu herrschen. Händigt mir das Malarimora aus. Oder ich werde es mir holen müssen. Ich würde es nicht anders wollen. Kommt, lasst uns sehen, wer von uns am Leben bleiben wird, um diese Geschichte zu erzählen. Das ist ein sehr geistreicher Satz in Anbetracht dessen, dass er ja offenbar schon tot ist. Oder ist er nur eine Erscheinung? Ach so, er ist nur eine Erscheinung. Ah, okay. Er lebt doch noch. Ich dachte, er ist schon tot. Da, ne? Moment. Bin mir immer noch nicht sicher, was das überhaupt gibt. Ja gut, die Aufzeichnungen, die könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Das ist auch ein bisschen viel, um das jetzt noch hier alles vorzutragen. Wir wollen ihn ja töten. Müssen wir das eigentlich auch nehmen? Nö, aber ich nehme es einfach mal, weil es so gut aussieht. Bin jetzt dreimal so stark, weil ich drei Quellen aktiviert habe. Nein, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Ich habe das Malarimora gefunden. Die Geheimnisse von Aetherius sind mein. Jetzt nicht mehr. So, Auftrag erledigt. Wir gehen raus. Wenn ich den Ausgang finde. Da. Und direkt zur Tür raus. Jetzt ist die große Frage. Wir müssen in die Richtung. Also mit der anderen Quest könnt ihr euch das, mit der Quest hier, könnt ihr euch das so machen, dass ihr nicht angegriffen werdet. Aber ich habe die jetzt mal absichtlich nicht zwischendurch angenommen. Ich wollte eigentlich hier den Weg wieder hoch, wie wir gekommen sind. Aber so geht's auch. Da ist er doch. Ihr seid zurückgekehrt. Ich traue mich kaum zu fragen, aber was für Neuigkeiten gibt es? Urikanta ist tot und ich habe das Malarimora. Bemerkenswert.
Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ihr habt es geschafft. Und Urikanta bleibt bis zum bitteren Ende eine Enttäuschung. Was für eine Verschwendung. Ich bin froh, dass ich hier war, um zu helfen. Es bleibt nur noch, sich um die Verwundeten zu kümmern und unsere Forschungen fortzusetzen. Da das Mora nun in unserem Besitz und Urikanta tot ist, wird in Etzduin bald Frieden herrschen. Dafür werde ich sorgen. Und er bedankt sich nicht mal, dass ich seine Leute gerettet habe, anstatt sie umzubringen. Naja gut, wir haben einen intrikaten Blitzstab von der Eleganz der Königin erhalten. Und damit wäre dann auch diese Quest beendet. Die andere Quest, die es hier noch gibt, um die Geister, wenn ich mich nicht täusche, friedlich zu machen, die werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.